Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Erinnerungsvideo, denn heute ist der 6.8. und heute startet ARK Alpha League, mein neues Projekt. Und zwar, jeder kann mitmachen, es ist ein Open Join Server. Projekt startet, wie ihr auf der Seite hier findet, um 17 Uhr. Hier habt ihr die Server-IP, es wird kein Passwort geben und alle können drauf joinen. Dazu muss man sagen, es gibt eine neue TS-IP. Ab heute, also bitte aktualisiert den Crisplay TS, es gibt jetzt eine neue IP, kopiert euch die von der Seite. An sich würde ich euch bitten, geht nochmal auf meine Website www.crisplay.de, wenn ihr mitmachen wollt, drückt oben auf den Reiter Alpha League und lest euch wirklich nochmal ganz kurz zumindest die Regeln und alles weitere durch, damit ihr nicht sagen könnt, ja, wusste ich nicht oder dies und das. Noch dazu haben wir hinzugenommen eine wichtige Regel, jeder Tribe darf nur eine Base besitzen, also wer die Idee hat, irgendwie 5, 6 auf der Map zu verstecken und dann irgendwo dann sein Artefakt zum Beispiel zu verstecken, könnte vergessen. Eine feste Base und genau. Wie gesagt, wir werden sehr streng vorgehen. Ich habe es auch gerade nochmal in die bestehende ARK-Gruppe geschrieben. Wenn jemand vorhat, mit zwei Tribes zu spielen, dann immer Spieler hin und her auszutauschen, Tiere hin und her zu tauschen, vergesst es, wir werden da ganz streng vorgehen. Wir haben nicht umsonst ein paar mehr Spectator, die alles im Blick behalten. Wer versucht zu bescheißen, wird knallhart rausgebannt. Und genau, also haltet euch an die Regeln, spielt mit einem festen Tribe. Wenn ihr mal einen Spieler auswechselt, ist das kein Problem. Aber wenn ihr mehrere Spieler da jedes Mal hin und her switcht und am besten noch Tiere, dann vergesst es. Noch dazu muss man sagen, wir haben noch die, also hier unten findet ihr auch nochmal die Mods, die ihr braucht, damit ihr die vorladen könnt. 17 Uhr startet das Ganze. Die Airdrops wurden noch angepasst. Der gute Chaos Komet, vielen Dank dafür nochmal, hat sich hingesetzt und hat die ganzen Airdrops umgeschrieben. Es gibt jetzt auch wirklich nur primitive Sachen dort zu finden und keine Metallsachen. Und genau. Des Weiteren muss ich noch sagen, könnt ihr gerne, damit ihr es nochmal betont und nochmal in Erinnerung habt, aufs TS gehen und dort findet ihr, wie gesagt, mit der neuen IP hier unten, also wenn ihr ein Stückchen runterscrollt, den Alpha League Bereich. Hier sind jetzt schon Kingdom und Crusader drin. Dort könnt ihr, wie gesagt, diese Channel hier nutzen. Wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr einen Channel braucht, wenn ihr noch einen Tribe sucht und unter 18 seid, wenn ihr einen Tribe sucht und über 18 seid oder wenn ihr als Tribe-Mitspieler sucht, dann nutzt bitte diese Channel, kommt auf den TS, sprecht euch ab, bis 17 Uhr ist noch ein bisschen Zeit. Und deswegen, ja, nutzt einfach die Chance, hier einen Tribe oder Mitspieler zu finden. Und hier können wir euch auch, wie gesagt, einen Tribe-Channel erstellen. Dann vielen, vielen Dank erstmal für eure Aufmerksamkeit. Und ich würde sagen, wir sehen uns nachher zu ARK Alpha League. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich bin gespannt. Wer es noch nicht gesehen hat, hier blende ich jetzt nochmal unten links das Infovideo ein. Schaut es euch an und dann seid ihr eigentlich bestens gerüstet. Schaut nochmal auf der Website vorbei und dann sehen wir uns nachher 17 Uhr auf dem Server. An der Stelle dann euch noch einen schönen Sonntag und bis dahin macht's gut, euer Chris. Tschüss.